Botschaft. Treffen wir diesen General in den Arsch. Thank you.
Regime eine Botschaft. Treten wir diesen General in den Arsch. Thank you.
Kinder, lasst ihr uns kurz... Kinder. Hey, was ist das, Abby? Ein Abhörgerät. Sieht aus wie aus Arthur und Kenneth. Hast du das gebaut? Jupp, wer sind Arthur und Kenneth? Hast du etwa nicht die geheimen Abenteuer von Arthur Pennington und Kenneth Van Holzhauser gelesen? Lebst du hinter Boot oder was? Da, nimm! Mir fehlt die Zeit zum Lesen. Also Arthur und Kenneth sind Superspione, okay? Und sie erleben... Nein, Schluss jetzt. Hör zu. Ich habe mir den Mädchen angesehen, dass sie sich Sorgen gemacht haben, auch wenn sie nichts gesagt haben. Dass er mal fort ist, ist keine Seltenheit. Aber nicht so. Keine Anrufe. Keine Briefe. Ich habe überall nach ihm gesucht. Er ist einfach verschwunden. Nun, laut meinen Agenten hat er das Land vor etwa 4 Wochen unter falschem Namen verlassen. Seitdem gibt's keine Spur mehr von ihm. Anja, ist dir in letzter Zeit irgendwas an ihm aufgefallen? Nein. Weiß nicht. Depressiv, vielleicht. Manchmal spricht er den ganzen Tag nicht. Wie in der Klinik damals. Du kennst ihn ja. Ständig am Grübeln. Ja. Ich kann nicht nach ihm suchen, Grace. Ich muss hier bleiben und mich um die Mädchen kümmern. Du bist die Chefin des FBI. Kannst du denn gar nichts tun? Hör zu. Glaub mir, Mädchen. Wenn einer der Agenten etwas tun könnte, wäre ich sofort dabei. Aber weißt du, was das Problem ist? Er will nicht gefunden werden, Anja. Und wenn dieser Bastard BJ Blazkowicz nicht gefunden werden will, dann wird ihn auch keiner auf diesem verdammten Planeten finden. Ja. Scheiße. Ich weiß. So ein Dreck. Sie werden nicht nach ihm suchen. Das ist so typisch. Waschlappen. Oh, hey, wir müssen was tun. Was würden Arthur und Kenneth tun? Das sind Figuren aus einer Geschichte, Jim. Ich weiß, du blöde Kuh. Ich denk nur laut nach. Ich empfange was von da oben. Aber da oben ist nichts. Wow. Wow. Keiner von euch wusste was davon? Definitiv nicht. Was zur Hölle ist das alles? Schaut mal her. Das ist Seths Handschrift. Wer ist das? Codename Blackbird? Pariser Katakomben? Das ist es. Ein Hinweis. Er ist in Paris. Weißt du, auch wenn wir was sagen, wird keiner was tun. Na gut, dann liegt's wohl an uns. Nun denn, wie spät ist es? Es ist Zeit, dass Arthur und Kenneth die Sache in die Hand nehmen. Scheiße, ja! Ihr seid seltsam. Abby, du hast versprochen. Was zum Teufel machst du da? Wir holen uns nur ein paar Burger, Mama. Abby, komm sofort zurück. Verdammt. Ich kann dich nicht verstehen. Abby! Ich will euch was zeigen. Wow. Wo hast du denn diese Mutter
Rüstungen her? Selbst gebaut. Alle Regimegeneräle tragen die. Ihr werdet sie also brauchen. Heilige Scheiße, du bist echt die beste, Abby. Ich habe nur eins von Zeds Projekten beendet. Es war sein letzter Wunsch. Im Laderaum ist noch mehr Zeug, an dem ich arbeite. Kein Wunder, dass Grace dich in ihrem Forschungsteam haben will. Vielleicht schickt sie dich eher in den Jugendknast. War ziemlich wütend, dass du sie bestohlen hast. Glaubst du, es interessiert sie, was ihre Mutter denkt? Ist mir egal, was andere denken. Blackbird? Und wer mögt ihr wohl sein? Ich will diese Scheiße nicht nochmal machen. Alles oder nichts, Schwester. Genau wie Papa es uns beigebracht hat.